Havanere-Leitung. Ich habe immer noch Zeit, Wirtshaus ist immer noch geschlossen. Nutzt mir die Zeit, machen wir das Beste draus. Kartoffel. Ein paar Geschichten zur Kartoffel. Die Kartoffel sollte nicht grün sein. Grüne Stollen sind giftig. Die sollen dann nicht austreiben. Deswegen darf sie auch nicht zu warm gelagert werden. Dies, was wir jetzt machen, wird die Savoyard-Kartoffel. Das ist wie ein Kartoffelgratin, bloß ohne Sahne. Wenn zum Beispiel einer Laktoseintoleranz hat, dann darf er aber am Schluss haben, den wird mit Käse überbacken. Ja, weil das machen wir. Wir nehmen dazu her Kartoffeln, ein bisschen Karotte für die Farbe. Das Kinder mögen das mit abwechslungsreichen Farben. Eine Zwiebel, ein Stück Butter und dann später zum Überbacken ein Käse. Und wir brauchen ein bisschen Rinderbrühe. Fachleute werden dann auch sagen, der Füssel macht glatter Scheiß, er macht's falsch. Ich koche jetzt dieses Rezept so, dass wir das mit einer Pfanne machen können. Oder mit einer Auflaufform. Ich nehme jetzt hier eine Sauteuse. In die Sauteuse gebe ich ein bisschen Brühe, ein bisschen Butter und die Zwiebel. Die will ich ein bisschen in Würfel schneiden, kann auch ruhig grob schneiden. Die Kartoffel, der ist dann der ist ungefähr eine halbe Stunde lang im Ofen. Also bis die Kartoffel selber durch wird, wird die Zwiebel auch durch. Ich gebe ein wenig Wasser drauf, nicht viel, und stelle es auf mein Herd und drehe es auf. In der Zwischenzeit nehme ich 4-5 Schinderbauers Kartoffeln und schneide in circa 5 mm dicke Stücke. Die werden dann in den Ofen in die Flüssigkeit reingesetzt und dann in den Ofen geschoben. Die Kartoffel ist eine Besonderheit beim Anbauen zum Beispiel. Ich als Jäger muss mich da manchmal abplagen, weil die Wildschweine in die Kartoffelfelder sind. Eine Kartoffel kann man nur einmal alle 5 Jahre auf den Grund ansehen. Du wisst ihr, was du aus der Kartoffel alles noch macht. Da wird Wodka destilliert. Da werden Chips draus gemacht. Kartoffelpüree haben wir jetzt einmal schon gezeigt, wie es geht. Es wird pulverisiert für Notfälle oder in anderen Ländern zu schicken. Heute Savoyard-Kartoffeln, eben sowas wie eine Kartoffelgratin, bloß mit Brühe. Da haben wir jetzt genug davon. Ich brauche es ja bloß immer für mich alleine. Hänge ja alleine rum in meinem Sportheim. Das hat jetzt aufgekocht. Dann nehme ich jetzt die Kartoffelstücke, setze sie rein. Also sowas wie das Schälen und Schneiden, das können schon die Kinder überlassen. Aber sowas wie jetzt hier, das müssen wir dann selber machen. Also das sollte leicht bedeckt sein. Nehmen wir nur ein paar Karottenstücke rein, für die Farbe, das sind meine Kinder. Und ich koche ja bewusst nicht mit Mundschutz oder Handschuhe. Wir machen das inzwischen in vielen Bereichen hier, aber für ein Video brauche ich da oder nichts von dem Zeug hernehmen. Ja. Jetzt gebe ich trotzdem nur einen Schuss Wasser drauf, weil es wenn es wenig ist. Und dann schiebe ich es in den Ofen rein. Wir haben mal hier einen Kombidämpfer. Grad, 30 Minuten. Jo, bis gleich. Dann geht's weiter. Das war jetzt ungefähr eine halbe Stunde drin. Kann man natürlich mit der Zahnstocher mal schauen, ob es einigermaßen durch ist. Sonst, wir haben natürlich in Bayern besondere Zahnstocher. Ist ja klar. Heimatliebe, Patriotismus und Stolz aufs Bayernland, das ist hier noch vorhanden. Ja, kann man ja nicht überall sagen in diesem Land. So, dann nehmen wir den Käse. Ihr seht es auch hier von der Flüssigkeit, dass da jetzt das meiste weg ist. Deswegen war das auch wichtig, dass die,
die Grundbrühe am Anfang nicht zu intensiv ist. Sonst ist es total versalzen. Das kann man dann nicht essen. Ja, oder bloß den Kindern geben, die noch nicht sprechen können, dass sie sich nicht drüber aufregen. Und selbst der werden es nicht lang essen. Gut, oder? Dann nehmen wir das da rein und geben den ganzen nur circa 10 bis 15 Minuten. Und dann ist das Teil fertig. Das ist auch eigentlich nur eine Beilage, kann man aber auch in der Not blank essen. Ein Stück Salami oder sowas. Bis gleich. Okay, ich muss jetzt aufpassen, wenn ich meinen Ofen weg mache, weil gegenüber der Kameramann ist Franzi, Kamerafrau, dass sie es umhaut, wenn da 220 Grad Wasser blasen. Ich habe die letzten 5 Minuten habe ich jetzt die Temperatur erhöht, weil mir die Farbe noch nicht so richtig gefallen hat. Savoyard-Kartoffel. Mit dem Schinner seine Kartoffel. Mit in Rinderbrühe geschmort, mit Käse überbacken. Als Hauptgericht oder als Beilage. Man rechnet ungefähr 300 bis 400 Gramm als Beilage oder als Hauptgericht, 200 Gramm als Beilage. In der Kartoffel ist alles drin, Vitamine, Mineralien, alles was das Herz begehrt. Wir werden weitermachen. Und ich werde dann einmal den Schinder Martin fragen, ob ich Anteile kriege an seine Kartoffel. Ja? Und die kann ja jeder daheim im Garten selber anbauen. Ganz eine einfache Geschichte. Ich erzähle euch noch mehr über die Kartoffel. Das wieder einmal ein kleines Rezept gegen Langweiligkeit zu Hause, gegen die Krise, für den Zusammenhalt in der Familie. Das fordert, das fördert das Kochen. Macht's das, lässt euch gut gehen, Leideln. Ich muss auch durchkommen, also kommt sie auch durch. Servus, pfiat ihr bis bald.